Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Jo Leute, ich habe mal eben die Dinge abgebaut, habe hier so ein Ding ins Table gebaut. Dann kriege ich es ja wahrscheinlich gar nicht mehr von der anderen Seite dran, weil der Tisch zu nah steht, oder? Gut, ist ja eigentlich auch scheißegal, wir können es ja auch von der Seite dran machen. Ja, ich habe mal den Standard-Skin wieder genommen, weil ihr seht, der ist wenigstens zu. Da kannst du nicht durchgucken. Du kannst natürlich irgendwo hinbauen, wo das scheißegal ist, wenn du nicht durchgucken kannst, aber hier ist das nicht egal. Das wäre dann suboptimal. Juti, haben wir das. Ich habe auch den Stein rausgenommen aus aus dem Bauschrank und auch hier Metallfragmente und das, was da noch drin war. Nicht, dass es wieder verschwindet, ne? Juti, Hammer. Jetzt sind immer noch eine Bandage. Nehmen wir nochmal drei mit. Achso, ein Helm. Komm, können wir auch den Wolfsschädel mitnehmen. Ist scheißegal. Aber wir können ja den Riot-Helm da, den Schutzhelm machen. Dies passt schon. Oh, nehmen wir die doch glatt mit. Schuss. Komm, ich nehme mal ein bisschen mehr mit. Wir waren denn zu zweit. Ich denke zwar nicht, dass wir so lange leben werden, dass wir so oft nachladen können, aber 40. Wohl Armbrust lohnt eigentlich nicht, ne? Welche Picke, Schwert, ja, scheiße. Wenn da nichts los ist oder was, dann kann ich wenigstens mal ein paar Ressourcen mitnehmen auf dem Rückweg oder was. Aber komisch war es ja schon, dass er da so rumgeschlichen haben. Vor allen Dingen sind sie ja dann auch hier nach hinten weg. Also hier so. Gut, weil ich simp, ja. Wie gesagt. Ja, abgesehen von der Spritze ist das jetzt hier Wumpe. Guck mal, wir haben auch hier nur diese ganzen Kackzeug an sich gerade. Also. Können wir jetzt mal ein bisschen aufklären gehen da hinten. Ja, was ich eigentlich vorhin, oder was ich angefangen habe und wir nicht zu Ende gebracht habe, wie so oft. Ja, also ich brauche diese Staffel 20 Folgen. Wenn es mehr wären, kein Thema. Ihr werdet dann eventuell halt dann ein paar Tage zwei Rastfolgen bekommen. Statt nur eine. Ach, guck mal da. Ja, warum sind sie denn da hinten rumgeschlichen, wenn hier vorne eine Base ist? Oder haben die jetzt so verguckt, oder was? War das jetzt echt der Fels, den ich hier gesehen habe, also Base? Nee, Regen oder so eine Holzscheiße.
Welt lohnt sich nicht. Das sind immer die besten. Ja gut, die können sie nicht rumgeschlichen haben, oder? Macht ja gar keinen Sinn. Sonst ist hier nichts. Die sind mal da an dem Stein, haben sie rumgeschlichen. Vielleicht ist hier hinter dem Stein nochmal was. War auch zu dumm hier. Keine Ahnung, Leute. Vielleicht haben sie auch einfach Volk gehabt oder was? Weil ich war eigentlich der Meinung, ich hätte drei gesehen. Aber dann war ja auch irgendwas umgefallen, aber es sah eigentlich aus wie ein Tier. Kurios. Die werden auf jeden Fall von der Base da sein. So viel ist schon mal sicher. Ja, schade. Ich dachte, die würden halt hier nochmal zurückkommen, oder was? Obwohl, da ist auch noch eine Butze. Ja, sind also noch mehr Schisser wie ich. Wir sind noch weiter weggebaut. Naja gut, dann gehen wir jetzt nochmal auf Straße, ne? Also. Sollen wir jetzt hier noch groß aufklären oder farmen? Das will er jetzt auch nicht irgendwie. Da jetzt 20.000 Stein in die Kiste packen. Ja, ich habe hier wieder nichts zu ändern. Aber wie gesagt, was ich sagen will, ich muss mir jetzt mal überlegen, was ich jetzt hier noch erreichen will oder was nicht. Ich meine, so super, super Start eigentlich. Also, so viel habe ich jetzt hier auf den Server nicht gezockt, zeitmäßig. Dafür haben wir schon eine Menge Blueprints zusammen. Aber wahrscheinlich hinken wir natürlich hinterher. Das ist aber schwer einzuschätzen im Allgemeinen. Man weiß auch nicht, was die anderen so gekriegt. Wenn hier echt nur so 3-4 Gruppen sind, die sich jeden Airdrop reinziehen, jeden Heli runterholen und die ganze Geschichte dominieren, dann sind wir hier mit unserem Revolver und dem ganzen Zeug, was wir haben, gar nicht so schlecht aufgestellt. Klasse gegen die ganzen, gegen die Gruppen dann keine Schnitte, gar keine Frage. Aber wenn das, ja, wie soll ich sagen, wenn das irgendwie vernünftige Gruppen sind und die sich eher mit anderen Gruppen anlegen, spielt das ja nicht so eine Rolle. Ja, wie gesagt, unsere komische Butze steht da noch. Und hier, wenn da so eine Zweier-Kombo ist, die müssen natürlich auch erstmal Sprengladungen kriegen, um unsere Butze aufzumachen. So. Auch wenn die da so einen fetten Koloss stehen haben. Sieht das denn da so komisch aus? Das heißt ja nicht, dass die alle Sprengladungen haben. Weil wir können dann gleich nochmal zum Abschluss hier gucken, was die Shops so anbieten.
Natürlich werden hier schon einige Sprengladungen haben. Da brauchen wir ja nicht drüber reden. Aber. Ja, halt schwer einzuschätzen für mich. Weil ich halt jetzt auch nicht so hier mega aktiv bin, um mir viel mitzukriegen. Oder auch am Anfang nicht. Oh, Waterpipe. Ich muss zurück. Ich muss das helfen. Ich liebe Waterpipe. Ich mag sie einfach. Auch wenn viele sagen, was willst du mit der Waterpipe? Ich mag sie, ich brauche sie. Ich fühle mich gut mit der Waterpipe. Ach, herrlich. Wenn du an einen nah genug rankommst, die killt dich halt. Das ist einfach so. Guckt euch das Shotgun-Geschütz an, wenn ihr danach vorsteht, fallt ihr um. Könnt ihr anhaben, was ihr wollt. Und Waterpipe, wenn ihr da nah genug rankommst, ja, ist halt Ende. Und vor allen Dingen halt auch, wenn du jetzt hier diese ganzen Affen hast, hier, die rumspringen wie die Bekloppten und so. Da ist die Waterpipe super. Die streut schön. Da triffst du ein bisschen mit und ist gut. Brauchst du noch nicht mal unbedingt Rote Moon, obwohl Rote Moon natürlich noch ein bisschen besser ist. Und die kostet noch 75. So. Nicht so wie ich letzte Mal, wo ich die scheiß Doppelläufige gelernt habe, 52. Gut. Haben wir ganze 9 oder habe ich jetzt da noch was drin gelassen? Ja, ihr seht, ne, ich habe es jetzt komplett zugebohrt, aber wenn ich hier bin, gehe ich auf jeden Fall den Buff. Ach, du ahnst es nicht. Wollte ich doch sagen, ging doch vorhin auch. Werkbank 1. Gut, dann müssen wir jetzt nochmal los. Nützt ja nichts, ne? In der Hoffnung, dass wir noch ein bisschen Scrap zusammenkriegen. Weil wie gesagt, es kann natürlich jederzeit sein, dass wir hier geradet werden. Ich meine, wir können es auch riskieren. Ich muss mir echt mal aufschreiben, was er für was kriegt. Also, ich hätte natürlich jetzt ein bisschen mitnehmen können, dass wir sagen, komm, wir riskieren es, wir gehen zum Schredder. Picke brauche ich jetzt auf jeden Fall nicht. Komm, die packe ich noch eben weg. Wir müssen es ja nicht verschenken. Das Schwert ist fast durch, deswegen nehme ich hier mal die Axt noch mit. Die Spritze kann ich eigentlich auch hier lassen. Wenn da uns jemand begegnet, wird der uns eh wegknallen. Und da ich kann man für wichtigere Sachen aufheben. So. Ja, aber ihr seht, also entweder haben sie was geändert an der Loothäufigkeit von den Klamotten. Obwohl ich jetzt zurückdenke an das letzte Wochenende, wo wir in der Gruppe gespielt haben, da haben wir eigentlich auch nicht kein Glück gehabt. Jetzt so mega mit Waffen finden, also da war auch genug Waffenkisten, da war nicht eine Waffe drin und auch normale Kisten. Wir haben die Waffen nur durch die Geschenke gekriegt. Also von daher, man muss halt einfach das Glück haben, ne? Wenn ihr mal überlegt, wie lange wir letztes Mal gezockt haben, gelootet haben, wo ich exzessiv gespielt habe und jetzt hier mal so nebenbei, jo, machst du mal 2 Stündchen. Zack, Revolver, zack. Waterpipe. Das machen wir dann noch morgen oder übermorgen so nebenbei. Zack, och, eine 2 Sprengladung. Super. Und dann kriegen wir nochmal Spaß hier. Die Richtung sind wir ja noch gar nicht gegangen.
Ich höre dich doch. Ja, genau. Gib mir ein Handy, ey. So lächerlich, ey. Ja, komm, kill me. Du kleines Fotzenarschloch. Ich will deinen verfickten Namen sehen. Echt, du Affe, ey. Was ist mit dir? Ja, was mit dir? Dann bring's doch zu Ende. Warum denn? Ja, damit ich deinen verkackten Namen sehe. Ja, du siehst doch meinen Namen. Nö, hab ich aus. Also. Ja, was denn nun? Ich töte keine... Keine was? Solche Leute wie du. Was sind denn? Was heißt denn solche Leute wie du? Das für nichts. Das musst du mal definieren. Zu langsam. Ja. Ja, das reicht doch schon. Was bringt dir das? Nichts. Na also. Tapsi. Tapsi, hapsi. Hab ich gelernt mittlerweile. Combat Look. Kann ich euch auch mal zeigen. Weiß ja nicht. Die meisten werden es kennen. Aber da könnt ihr mal nachgucken, wie schlecht oder wie gut ihr wart. Hier, ich habe ihn zweimal getroffen, seht ihr. Auf 47 runter. Der Heddy war es halt. So, wenn ich das so lese, muss er mir ja zweimal direkt ein Heady gegeben haben, oder was? Elbow, Wooden Head. Ach, da steht sogar dahinter, guck mal. Da habe ich ihm am Fuß getroffen. Der hat mir zweimal ein Heady gegeben, hintereinander. Lächerlich, Leute. Elbow, Wooden Chest. Und dann nochmal ein Heady. Ja, okay, das war jetzt gerade der letzte. Aber lächerlich. Ja, Respekt. Ne? Also nicht falsch verstehen, wenn das so ist. Gut geschossen. Schlecht geschossen von mir. Aber hätte ich da jetzt schon die Waterpipe gehabt, hätte ich ihn weggemacht. Deswegen sage ich, ich bin halt so schlecht, ich brauche die Waterpipe. Aber mit der Waterpipe hätte ich ihn weggeholt. Definitiv. Weil er war so nah. Das hätte gereicht. Den ersten hätte ich kassiert. So, dann hätte ich aber schnell auf die Waterpipe. Ich musste ja ein bisschen Land gewinnen, um nachladen zu können. Das war das Problem. Oder ich hätte halt auch stehen bleiben müssen und hin und her hüpfen. Hätte ich natürlich auch mal ausprobieren können. Ja gut. Wir haben noch 10 Minuten. Wir gehen noch mal los. Werden die Kisten hier auch mal ein bisschen leerer. Zack. Tapsi. Tapsi Flapsi. Achso, ja, kannst du es auch anziehen eigentlich.
Juti. Ich glaube, ich nehme mal hier dieses Efas durch. Brauchen wir auch gar nicht so viele. So. Nehme ich die Machete mit. Ja, mir geht es halt einfach daran, da brauche ich nicht, kann ich direkt nochmal einen Schuss setzen. So. Das Problem war jetzt gerade einfach das Nachladen. Ich hätte natürlich auch mal mehr wie zwei, hätte ich drei getroffen. Wir können ja nochmal gucken. 47 hat er noch gehabt. Ja gut, hätte ich noch zwei treffen müssen oder hätte ihn halt einmal ein Heady geben müssen. Jo. Ach komm hier. Sollte auch reichen, na scheiße drauf. Ach guck mal, jemand hätte, hier kommt da eigentlich auch noch ein Tor rein. Siehste, das kann ich doch gleich noch machen. Bevor ich hier aufhöre. Joa. So. Was ist jetzt der Plan? Der Plan ist hoffen, dass Loot da ist. Dann gehe ich die Straße eben lang. Nehme ein paar Fässer mit, gehe dann zum Schredder, schredder das. So, dass wir die, was waren 52 oder was? Scrap zusammenkriegen. Oder wir haben das Glück und kriegen es mal hin, einen zu töten. Ja, Skill mit Revolver. Gleich null oder was? Keine Ahnung. Ich komme halt nicht klar, wenn die Leute so rumhüpfen. Das ist einfach so. Ich kann euch auch nicht sagen, warum, das ist einfach so. Ist nicht meine Welt. Natürlich ist einer, der hier drin war, oder was, ne? Vielleicht ist hier auch ein anderer drin, wer weiß, aber wir gehen mal kurz rein. Weil das, was wir jetzt haben, das wird wohl nicht lange noch nicht reichen. Fass ist da, Kiste ist auch da. Gut, hier war doch der LKW, oder nicht? Ja. Ja, wie gesagt. Irgendwie scheinen sie den Schrottplatz nicht zu mögen. Soll uns aber nicht stören. Schön, wenn noch irgendwo ein Schredder hier wäre. Vielleicht ist das sogar, wir haben ihn einfach noch nicht gesehen. Weil da oben waren wir zum Beispiel auch noch nicht.
Hebel stehen hier. Ich hätte doch noch einen schönen Schredder hinstellen können, oder? Ach, guck mal, da sehe ich erst, dass da eine Kiste steht. Gut, hat sich der Weg auf jeden Fall gelohnt hier, ne? Man lernt nicht aus. So. Das war ein halber Weg zurück hier, die Schüssel. 31. Was ist denn los hier mit den Zahnrädern? Komm, wir gehen mal hier lang. 36, aber das könnte schon fast reichen. Die Zahnräder eigentlich ungern schreddern würde. Kran waren wir. Hier ist ja eigentlich auch immer noch eine Kiste. Steht es nicht. Ja, entweder habe ich echt extremes Glück, dann immer genau Loot da ist, wenn ich hier hingehe, oder das Ding lootet echt keine Sau. Und hier? Ich guck gerade, da war noch mal eine Kiste. Vielleicht ist es jetzt ein Fehler. Weil eventuell kriege ich das sogar so zusammen, ohne schreddern zu gehen. Da ist noch eine Kiste, dann haben wir es. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war doch irgendwas mit 52 oder was, ne? Ach, und da kommt schon wieder einer. So ab. Der haut echt ab, ey, da haben wir schon einen gehabt. Oder er will zum Schredder. Ist er da in seine Butze gegangen? Wäre natürlich auch gerne nochmal drauf gegangen. Wir können es ganz kurz reinballern und dann gehen wir nochmal fix raus. Gehen wir mal gucken, ob der da jetzt nur looten ist oder. Es sah so aus, ob der da in die Butze rein ist, ne? Ich guck mal eben, ob es reicht. Boah, können wir gleich machen. Oh, und ich brauche echt mal eine Müllkiste, ey. Das haben wir doch schon woanders. Zack.
Gehen wir nochmal fix. Aber ich denke, der ist nach Hause. Der ist in die Butze rein, was dunkel wird. Vielleicht war das sogar der Vogel, der uns... Wie ist der? Babsi, Datsi, was weiß ich, Topsi, oder? Verkehrte Ecke, wo ich. Ihr seht da die beiden Basen, ne? Also wie gesagt, zum Schredder ist ein Katzensprung von mir aus. Ich nehm's doch mal mit, hier eiskalt. Ja, da wird einiges bei rumkommen, was wir jetzt in der Kiste liegen haben. Aber das vertage ich wieder auf morgen früh. Dann kann ich nochmal zwei, drei Blueprints leeren oder was. Da ist er reingegangen. Laubbrosen Scheiße. Hey, die kannten wir sogar noch nicht. Plan, was für Plan wir haben, es ist so viel Stoff, ey. So geil. Gut, aber jetzt wird's auch Zeit, ich sehe eh nichts mehr. Mal gucken, ob wir noch heil nach Hause kommen. Tja, schon wieder 90 Web. Also wie gesagt, heute Morgen habe ich 230 gemacht oder was? Mal gucken, was wir so haben jetzt. Weiß ich, wir hatten ja schon irgendwie schon 17 Rohre oder so ein Scheiß. Wir brauchen natürlich nicht 17 Rohre aufheben. Das ist auch klar. So. Juti! 18 Rohre. Was natürlich ein bisschen dumm von mir war. Lass mal eben lernen. Ich hoffe, ich komme hier noch hoch. Naja, geht doch. Guck mal, noch mal eine Kiste dran. Ja, super. Die vier Sachen würde ich lernen. Dann hätte ich aber auch alles... Das ist ja schon Werkbank 2, ist alles 2 schon. Und die könnten wir natürlich auch noch lernen. Haben wir noch 20? Nee. Oder hatte ich jetzt hier noch was reingepackt? 9, ah, gut. Udi will ich aber auch noch lernen. 7, 14. 300. Ich überlege gerade, ob was jetzt vielleicht noch jetzt riskieren sollte, aber ich glaube besser nicht. Ja, ich werde jetzt noch mal ein paar Revolver craften schon mal. Hier, da reicht auch, wenn wir 4 haben oder was. Die findest du eher in jeder Ecke. Damit können wir eh noch nichts anfangen, was wir noch nicht gelernt haben. Das kann weg. Die Plan geben nur Stoff, aber ihr seht, wie viel Stoff. Ich meine, da kann ich aber auch mal so ein Wassermoppel bauen. Ich glaube, das können wir schon. Zahnräder. Ja, Federn werde ich nicht squippen. Federn werde ich behalten. Ja, ist dann doch nicht so viel. Aber wohl hier durch die Schilder und so, da kommt schon ein bisschen was bei rum. Denk mal, 2 werden wir wohl hinkriegen, dass wir 2 deren können.
Gut. Ich werde jetzt hier nochmal ein Türchen machen eben. Und ja. Bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, es hat gefallen. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen... Ja, was heißt... Ja, ich werde mal zwei Revolver. Ich muss jetzt hier nicht noch stundenlang craften. Weil, wie gesagt, es kann natürlich auch gut sein, dass wir geradet werden. Das ist dann also auch Schwachsinn, jetzt hier noch die Zeit zu investieren. Aber ich werde mir nochmal zwei Revolver machen, dass wir für morgen schon mal was liegen haben. Was fehlt denn? Zack. Oh Mann. Warum können sie die Werkbank auch nicht einfach mit an den scheiß Bauschrank koppeln? Also von der... Von der Reichweite. Ja, ich hoffe, der macht das Codelock jetzt hier links dran und nicht rechts. Dann kriege ich Probleme. Ja, ich habe es mir gedacht. Super. Aber wenn ich es hoch mache... Komme ich dran. Super. Schwein gehabt. Juti, das ist nochmal noch eins, bevor ich auch Schicht mache. Na, schade. Ich dachte, er gibt mir trotzdem das Privileg hier. Aber ihr seht, kriege ich die Werkbank nicht. Ja gut, aber kann ich wenigstens nicht mehr zu weit reinlaufen. Sobald das Tor hoch ist, kriege ich den Buff. Also das Tor nimmt den Buff weg. Gut, wie gesagt, ich werde jetzt nochmal so ein Wassermoped machen. Können wir mal eben gucken, ob ich das überhaupt schon kann. Ich kann nur so ein Kackfass machen. Aber ich meine, wir haben auch erstmal genug Wasser, so ist es jetzt auch nicht. Juti, das war es jetzt aber gewesen sein, bevor ich noch weiter zuschwalle. Gut, bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, es hat gefallen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann nicht geradet sein sollen. Bis dann!